Hallo und herzlich willkommen hier, zweite Folge hier in Frankreich, zusammen mit Justin, der edle Herr. Hallo. Hallo. Und wir fahren aktuell für den Bauern die Rüben zum Bahnhof. Als Missionsaufgabe. Ein Lohnauftrag. Wir müssen ein bisschen Geld verdienen für den Winter. Noch. Und da über die Runden kommen. Das sind ganz edle Rüben. Sauteuer. Viel Arbeit. Ist leer, ne? Nein, meiner ist leer, ja. Ich trinke nicht so viel wie du. Ach so. Gut, ich kann mal losfahren. Viel mehr passt eh nicht rein. Ja, wir haben mit Gewichte Realismus. Die Hänger können wir nicht mehr so voll machen. Rüben ist ja relativ schwer. Deswegen kriegen wir nicht voll. Aber alles geliehene Geräte. Wir haben zwar noch einen zweiten Anhänger in Reserve, einen eigenen, falls er mal früher fertig ist und voll ist. Aber ich daran gedacht habe, da habe ich noch nicht gewusst, dass ich so dicht dran ist zum Wegfahren. Aber egal. Wie voll bist du jetzt? 20%. 20. Na ja, da kannst du ein bisschen noch eine Runde fahren, ne? Ja. Ich stelle ihn mal hier parallel hin. Da kannst du ja bei Gelegenheit gleich was reinkippen. Jo. Dann kann ich den einen Deut zum Hof zurückfahren. Ist schon wieder Folge Nummer 3 heute. Der Wahnsinn. Wie schnell die Zeit doch vergeht. Ja, ja. Einen schönen Dienstag wünschen wir euch. Danke. Wünsche ich auch. Ich vergesse immer wieder. Mal gucken, wir unsere Gewächshäuser machen. Laufen. Hast du ja Verkaufen eingestellt, ne? Ja. Ja, das ist besser so. Ja, der Abladepunkt ist genau hier und da kommen wir aktuell mit unseren Fahrzeugen nicht ran. Von daher ist es ganz gut. Erdbeeren im Gewächshaus. Ich weiß, ein Gewächshaus in Bayern, irgendwo, ich glaube bei Frankfurt. Sie züchten das ganze Jahr Erdbeeren im Gewächshaus. Unter Glas. Also immer neu, immer frisch. Und die verwenden auch eine spezielle Methode an. Und zwar, wir haben 270 Liter Milch. So. Hast du die Heuballen so eingestellt, ne? Ja. Ja. Überall
pingelig, Hof, alles wegstellen. Aber in den Ställen ist es egal. Ja, unsere Silage geht auch schon fleißig. 70%. Gut. Wäre noch nicht voll. Ja, ich muss bald nochmal mit einem zweiten Gerät arbeiten, aber das ist ja geliehen, das ist ja unnütz teuer. Das ist dann, verdienen wir nichts. Da verdienen wir dann ja nichts, wenn wir noch Geräte bezahlen müssen. Hier mache ich mal leer, dass ich keine Pause machen muss. Tja, jetzt muss ich aufpassen. Kommt bald der 4. Advent, ne? Nächstes Wochenende. Ja. Dann kommen die Ferien. Voll, voll. Ja. Voll. Ja, das. Ja, ich habe wahrscheinlich keinen frei. Aber den Montag habe ich auf jeden Fall frei. Weil am Wochenende testen sie alle nicht. Daher weiß ich, dass ich Montag frei haben werde. Nach Weihnachten. Da können wir einen 12-Stunden-Stream machen, ne? Was? Ein 12-Stunden-Stream. Icarus. Oh, das Internet ist gerade bei dir ganz schlecht. Verstehe ich echt schlecht, ne? Ach so, haben wir ein Leck? Ich meine, du kannst gerne einen 12-Stunden-Stream machen. Ich rede von Icarus. Ja, das kannst du auch gerne machen, ne? Ich brauche nämlich jemanden, der die Bären anlockt und entsprechend als Futter dient, ne? Als Beute. Ich habe nämlich gestern habe ich gesagt, Mann, jetzt siehst du so einen richtigen schönen Büffel, ne? Also so einen schon amerikanischen Ochsen auf der Weide, ne? So gedacht, ja, wie reagiert er nun? Greift er dich an oder lässt er sich mit Pfeil und Bogen zu Strecke bringen oder er flüchtet? Naja, ich habe ihn bekommen, also als Beute, mit Pfeil und Bogen habe ich erledigt und denke, jetzt kannst du ihn schön häuten und all drum dran, ne? Kommt mich da nicht ein Bär mir entgegen und greift mich voll an. War ja unvorbereitet, da bin ich geflüchtet. Ja, keine Chance gehabt. Da hat er mich. Ja, aber ich habe, wenn ich als Charakter durch die Gegend komme, habe ich das beste Sachen bei mir. Und den musste dann halt wiederholen, als wenn er auf dem Schlafsack wieder zu überleben erweckt wirst, ne? Ja, dann musst du hin. Unterwegs hast du Wölfe und all so ein Scheiß. Um meine wertvollen Sachen wieder zu holen. Und dann war ich da, hab mich dann da aufgehalten. Ich habe ein bisschen mal die Gegend angeschaut. Dann greift mich wieder ein Bär an. Da habe ich mir mit dem Messer gewehrt. Da habe ich den Bären mit dem Messer erledigt. Das war ein Kampf seit hier. Und jetzt habe ich eine Mission. Da sind mehr Bären als andere Tiere. Aber das gibt da so ein vom Geräusch her so ein Trick. Ein Trick ist das nicht. Das ist eher so. Muss sagen. Wenn du den Bär vom Ton hörst, musst du abhauen.
Weil dann hast du noch Zeit. Den hörst du früher, als du ihn siehst. Da heißt es flüchten normalerweise. Und wehe dem, die Ausdauer ist im Keller, dann hast du ein Problem. Wird aber voller Zug werden, du. Wir müssen mal schauen, dass wir uns einen Grupper kaufen können und die Gruppermission erledigen. Gruppen geht ja von der Fläche her. Wir schauen mal rein, was da für Aufträge gibt und was eine Gruppe zu kaufen gibt. Und ein Leistung. Noch eine Flügmission machen. Nee, Flügen ist nicht so gut. Das ist noch 26. Das ist zeitlich noch blöder als Gruppen. Also ein guter Grupper kostet, ein Farmer kostet 130.000 Euro. Der hat eine Arbeitsbreite von 17 Meter und braucht 500 PS. Unser Feld hat so viel nicht, ne? Ne, der hat 415 Egel. Ja. Aber das wäre ein gutes Gerät. Da bist du schnell fertig mit den Feldern und kannst gutes Geld verdienen. Ansonsten gibt es da noch ein paar andere teure. Weißt du, womit du auch gut Geld verdienen kannst? Mit der Rübenmission. Nee, da verdienst kein Geld. Das dauert zu lange. Bist du voll? Nö, das lange nicht. Ich lade dir mal ab, dass du nicht eine Frucht drin stehst. Immer noch. Ja. Tut Bein weh. Musst du strecken. Ja. Zu lange auf dem Stuhl sitzen. Ja, ich komme zu Geld. Die kriegen wir nicht. Schulden haben wir auch schon so viel. Boah. Kannst ja ein paar Sammelkarten suchen. Die auf der Map zerstreut sind. Die haben wir schon gefunden. Nee. Doch. Irgendwo liegen noch welche. Bestimmt. Bei der Burg. Bei der Burg dürften sogar drei liegen hier. 19. Spinnerei. Wo ist die Burg? Hier oben. Hier oben. Ja. Getreidespeicher, Kalkation. Hier ist noch ein Ball, ne? Baumwolle. Ja, die gehen da nicht weg. Ich dachte, das ist Müll. Da konntest du nicht abschließen, die Mission? Ja, doch, die Mission konnte ich abschließen, aber die Ballen an sich konnte ich nicht verkaufen, da bei diesem Schwelge. Ach so, unsere eigenen Ballen.
Das sind unsere eigenen jetzt, ja. Ja, steht doch da, meine Farm. Ja. Das ist komisch. Die kostet nur 60.000. Na gut, ich habe jetzt kein Fazit dafür. Ich habe gesagt, probier mal aus. Aber hier ist ein Symbol da, abladen, ne? Verkaufen. Gut. Und wo ist die Burg? Knapp daneben, so ein bisschen. Also über Feld 18 lang so. Wenn du auf die Map guckst, dann unter Feld 18. Ach oder? Da, ja, sehe ich schon. Sehen tut eure Karte. Wie kommst du da jetzt hin? Ah, jetzt sehe ich, das sehe ich auch. Wir laufen. Ja. Ja, Stock und Stein. Auch eine Höhle sein, ne? Ja, ich weiß. Aber geh erstmal auf die Burg rauf, weil da ist eine Sammelkarte. Okay, dann guck erst nach der Höhle. Ich sag nur, die ist ganz gut versteckt. Der geheime Zugang zur Burg. Aber ich glaube, ich finde die gar nicht. Wenn durch Zufall. Also da, wo du jetzt bist, dürfte sie eigentlich nicht sein. Dürfte. Ich habe sie gefunden. Du hast sie gefunden? Ist wirklich gut versteckt. Ja. 50.000. So, gehen wir in die Burg hoch. Ja, warte. Hier unten ist noch eine irgendwo gewesen. Tag. Auf der Mauer, auf der Mauer. Da auch nicht. Nee, hier nicht. Bald komm ich. Folgen Sie mir bitte. Ich hab mich festgelaufen. Hier hochgehen, die Treppe. Ah, da. Hier ist Tür. Ja, und hier auf dem Boden liegt die Sammelkarte. Ach so? Ach, da. Du die nicht? Ich habe oben geguckt. Ich wollte ja Treppe, weil da geht es höher. So, Sammelgeld verdienen. Eine hast du noch vergessen. Wo? Eine gibt's hier noch. Wo? Einmal runterspringen. Oh. Hoffentlich hast du jetzt nicht ins kleine Zeh gebrochen. Schon letzten Winter abgefroren. Hier.
Wahnsinn. So, mehr weiß ich nicht, wo wir hin sind. Ich schon. Ich weiß noch, wo ein ist, aber. Mal ganz kurz orientieren. Da wäre eine. Hier steht noch Mais. Ja, dann brauche ich eine Reihe Mais vergessen. Hast du schon fertig? Ich glaube da. Oder da oben. Du hast doch neulich so viele gefunden. Ja, das gibt insgesamt 20 auf diesem Map. Ja. Ja, ja. Ja. Hey. So. Ah, der war schon voll. JCB ist voll. So, jetzt haben wir Polster für den Winter. Oh, jo. Oh, Überlänge. So, liebe Zuschauer, soll es auch schon vorne gewesen sein. Und tschüss und ciao. Ja, morgen geht's weiter. Hier, Hotball Wrong, wie du weißt, ne? Mit Zunge brechen geht's. Tschüss. Schönen Dank. Danke fürs Reinschauen.